Also mich würde schon nerven, wenn die hier die Autos hupen, ne? Ohne Grund. Ausgetrocknet nur der Fluss. Ihm wurde ein Stein im Weg gelegt. Noch eine Meile, 1,6 Meilen. Direkt an den Schienen möchte ich nicht wohnen. Wenn die am Dorn hupen müssen hier. Bevor wir gucken, wie laut das ist. Das ist richtig laut. Das nervt richtig dann, ne? So, gleich mit 50 bergab fahren und dann noch bremsen. Oh, 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 oh. Können wir schon auf 0 gehen? Ich sagte 0, aber na gut, bremsen wir langsam ab hier. Mit 0,6 Steigung Minimum. Also Senkung. Was haben wir da denn? Satellitenanlage oder was hier? Nächster Halt: Santa Ana Main. Track 2. Fernsehsender oder was ist hier? Schon mal auf runterbremsen ein bisschen. Schon mal das Bremsen einleiten. Bremst schon wieder zu schnell hier, das ist wieder ärgerlich. Haben wir fast eine Minute Verspätung hier. Meilen fahren wir jetzt hier rein in den Bahnhof. Jetzt können wir bremsen. Nicht, dass wir rüberrollen, das wäre ganz mies. Halt, können wir schon wieder rausnehmen, das wird zu langsam wieder. Ja, Leute, ich bin ja schon da, ihr müsst nicht meckern. Oh, ich hasse es. Entweder bremst er zu doll oder er bremst zu schnell. Zu langsam. Kann ich auch nicht recht machen den Leuten, ne? Den Lokführern. Ach ja. Ach Mann, ich bin so verschwitzt. Ich muss mal hier wieder baden, unbedingt. Mache ich heute auch noch. Schön Schaumbad nehmen, schön in der Wanne liegen, schön relaxen. Wasser lauwarm machen, so man nicht gleich friert und nicht gleich schwitzt. So, bremsen wir mal ab hier. Wir sind schon im Bereich drinnen, sonst kommen wir wirklich zu spät an hier. Wir sind schon zu spät. T-Taste drücken und ab geht's. Mit dem Aufladen der Leute. Von wieder so ein W. Vielleicht durch die X, das war wohl ein W oder was, ne? Weil man da nicht hupen soll. Aber hier in der Außendorf, da sind die mitten billiger und da darf man hupen oder was. So, Santa Ana Main 2. Wir gucken mal kurz raus hier so ein bisschen. Oh, das sieht so. Der schöne Durchgang hier, so eine Überdachung da, ne? Ah, Vollständung, okay. Ja, auch schon ein bisschen Minus, weil ich zu langsam war. Dann wollen wir mal zum nächsten fahren. Irvine Main 2. In 9 Meilen. Fast 10 Meilen. Also sind wir ein bisschen länger unterwegs jetzt. Dann gib mal Gas, du kleine Schüssel. Vielleicht haben wir Radschlupf hier, wie es aussieht.
Und gib Gas hier. Hallo. Da geht's lang, geradeaus. Bei 10 können wir Vollgas geben. Oder jetzt schon. Jetzt müsste der Radstopp vorbei sein. Da-dam-dam. Ein Bocker, ein Backer, ein Backer, Backer, Backer. Ah, hier haben sie viel zu tun, wie es aussieht. Ja, Standard, wir sind in den USA, das weiß ich, darum ist auch so viel fahren hier von den USA. Hat wahrscheinlich gerade WM gehabt. Die sie rausgeflogen sind. Oh, was haben wir hier denn? Schrott. Einfach so hingestellt zwischen den Gleisen. Und wir können es wieder wegräumen, ne? Ja, ja, ja. Wir kennen euch doch. Ihr Schlawiner. Oh ja, schöne Häuser hier. Gleich dürfen wir 90 fahren. Hey, so schnell waren wir noch nie hier gewesen. 90 Meilen pro Stunde, die Höchstgeschwindigkeit, da können wir jetzt erreichen, wenn nichts dazwischen kommt. Und wir werden immer schneller. Ba, 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 ba. Immer dieses Gehupe, ne? Ich drücke mal Leertaste. Geht schneller, als wenn ich den Knopf suche hier mit Horn. Um mal wieder runter zu schauen, dann sieht man ein bisschen was der Landschaft. Dann alle 2 Meter hier mal drauf drücken, ne? Na, können wir mal ein bisschen da machen. Brauche ich hier nicht die Leertaste nehmen. Ich klappe das nicht so am rauschenden Bach. Dann müssen wir hupen kommen hier vorne, das nächste Signal hier. Ne, als Rückseite hier. Na gut, kein Hupen, sehr gut. Aber hier vielleicht, mal gucken. Ne, ist nur so ein Meilenpfosten, oder was es sein soll. Das hat sich wohl ausgehupt jetzt. Da kommt der Amtrak entgegen. Dann ist der Bahnübergang, das müssen wir wieder hupen. Bäume hier, eine schöne Straße, immer so meistens gerade, ne, weil die keine Kurven fahren können, die Amis. Nein. Aber eine Erklärung, ne? Warum sie immer alles nur ellenlange Straßen haben hier, immer nur gerade ausgehen. Ne? Leichter für die Autofahrer, die alkoholisiert sind. Nein, nein. Ich erzähle hier Stuss wieder. Denn bei kurvigen Strecken erkennt die Polizei schlechter, ob der Mann alkoholisiert ist oder nicht, als bei geraden Strecken. Denn bei geraden Strecken, da fahren sie Schlängellinie. Bei kurvigen fahren sie auch Schlängellinie, aber da weiß man nicht, ob es die Kurve ist oder der Alkoholpegel. Ne? Ja, ich erzähl Stuss hier. Aber es ist immer ein guter Anreiz, ne? Oh, ich muss hupen.
Mal ein bisschen beschleunigen noch weiterhin hier, aber nicht zu langsam werden. Bin immer noch langsamer hier, guck mal, Gas geben hier, Mensch. Geht's hier bergauf oder was hier? Ja, tatsächlich. Irgendwo war doch hier der Wipper, ne? Ace Cap Light. Wippers. Braucht kein Licht. Ist ja hell. Was ist trinken wir? Ich habe hier 100% drin, aber ich werde trotzdem langsamer. Bei 0,8 Steigung. Hat keine gute Leistung der Zug, ne? Wenn man das so bedenkt, bei so einer kleinen Steigung wieder schwächelt der rum. Bremse ist nicht angelegt. Fahrtrichtung ist vorwärts, also und 100% hier Gashebel. Noch 3 Meilen, dann kommt Irvine Main 2. Ja, wir sind jetzt in der Stadt draußen, wie es aussieht. Es kommen so kleine Farmen hier an. Jetzt könnte man ein paar Kühe, Pferde oder was auch immer sehen. Oder ein paar Hühner oder Chicken Wings. Müssen wir wieder hupen? Ja. Geht es gar schon bergauf hier, ne? Und ich werde immer langsamer. Möchte nicht wissen, wie es gleich bei der Anfahrt ist. Das wird ja richtig problematisch werden. Wird wohl zuerst zurückrollen. Da muss ich wohl erst Gas geben und dann die Bremsen lösen. Aber mal gucken, wie das kommt. Hier sind die typischen Autobahnen, die Freeways oder Highways. Wir sind etwas zu früh da wahrscheinlich, aber die Zeit brauche ich auch gleich zum Bremsen. Langsamer darf ich auch nicht machen, sonst wäre ich zu langsam wieder hier, weil die Steigung einfach zu steil ist. Hat zwar 0% jetzt, aber trotzdem wird hier angezeigt. Das ist irgendwie nicht ganz ausgereift, aber es kommt gleich 0,0, hier steigt es wieder hoch auf, springt auf eine. So, wir müssen jetzt bremsen. Jetzt kommen wir zu schnell in den Bahnhof rein und das will ich überhaupt nicht. Davon ist er nämlich schon. Und wie gesagt, ich möchte auch nicht so früh bremsen. Aber erstmal müssen wir hier von Geschwindigkeit runterkommen. So, mit 28 Meilen, 26, 25, 24, 23, 20. Jetzt kann ich wieder Gas geben hier, das habe ich geahnt. Sind wir wieder zu früh angehalten hier. Ah, jetzt bin ich 17, 12, 5, 7, 8. Das sieht schon ein bisschen besser aus als eben. Immer ich ja Verspätung ein bisschen gehabt. Ich baue hier Verspätung auf, weil ich jetzt hier noch reinrolle. Noch zu früh gebremst habe wiederum. Und bremsen. Jetzt sind wir schön im Bahnhof drinne. Taste T drücken. Dass ich nicht mehr hin und her springen muss zwischen denen. Was haben wir da denn? Mahnmal oder was soll das sein da? Oder hat einer bei Minecraft wieder gespielt, ein paar Steine aufeinander gestellt? Wer da mal schon gewesen ist oder der weiß, kann gerne in die Kommentare reinschreiben, was es ist. Da
Kann man auch nicht spielen. Zugsignal, Spitzensignal. Jetzt ist aus. Ah, jetzt ist das Blinklicht aus. Und wenn ich hupe, mal gucken. Okay, dann blinkt das. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Ja, hier warten wir ein bisschen länger am Bahnsteig anscheinend an Irvine. Obwohl wir gut drin stehen. 200 Pünktlichkeit, sehr gut. Aus damit. 18 darüber abgeschlossen. Ah! Cool. Okay, wir haben gleich hier ein paar bisschen Ratschlupf gehabt. Kann mich nicht mal angucken hier. Naja, gucken wir uns mal eine Karriere mal an. Welches Level ich bin schon? Bin Level 12. Sehr gut gerade geworden. Und bis dann. Tschüss.